Hallo und herzlich willkommen zur 342. Folge. Schon so viele, 342, ist doch der Wahnsinn. So, das Bett brauchen wir jetzt erstmal nicht. Können wir auch ins Boot steigen und weiter zum Ziel laufen. Beziehungsweise gerade mit dem Boot fahren. Wenn wir uns stehen bleiben, müssen wir es essen. Nebenbei kann man das ja mal machen. Wir sind nämlich immer noch auf der Reise nach Orientaria, beziehungsweise sind wir schon in Orientaria, nehme ich stark an. Und wir wollen aber zur Hauptstadt Orientaria vordringen. Und diese Hauptstadt nennt sich Himmelsstern. Wird bebaut vom lieben Sonnenschein. Und ich sehe hier vorne, hier kommt ein Gletscher uns entgegen. Heißt für uns, schnellere Fortbewegung. Wenn's. Bist du da? Nicht die Schaufel wegwerfen. Das war andersrum, meine lieben Freunde. Das war andersrum. So, wenn wir jetzt hier auf den Eis fahren, kommen wir ganz schnell voran, aber wir müssen ja hier lang. Ein fröhliches Lied vom Opa spielt, meine lieben Freunde. Das darf ich euch jetzt präsentieren. So. Denn wer es noch nicht weiß, das können wir jetzt gleich wieder ausprobieren. Wer etwas zugeschaltet hat, das schnelle Boot. Zack. Hui. Eieiei. Auf jeden Fall macht das Spaß. Viel Spaß. Oh, erstmal ausholen. Eieiei. Oh, darf nur wenig Gas geben. Guck mal, da ist ein Iglo. Ein Iglo auf unserem Weg. Gibt's das? Ernsthaft jetzt? Volles Inventar. So geht das natürlich nicht. Wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. Machen wir es mal so. Zieh'n runter. Ne, hier geht's nicht runter. Schade. Machen wir es mal wieder ordentlich. Zack, zack, zack. Zack. Was zum Fackel ist hier? Ist was im Ofen? Hier ist nichts im Ofen. Aber guck mal, wenn hier jemand vorbeikommt. Zack. Da war nämlich was im Ofen. Und da wird sich wundern, wird er sich. Wundern. Die Koordinaten habe ich ja eingeblendet. Derjenige wird sich wundern, warum dort Steg im Ofen liegt. Und auch noch an einer Position, wo es eigentlich überhaupt nicht liegen soll. So. Und wir haben nur noch 9,4 Kilometer vor uns. Und das schaffen wir in den nächsten drei Folgen auf jeden Fall. Was mir jetzt schon losgelaufen sind. Wir haben bei Folge. Also die heutige Aufnahmesession geht von Folge 35. Jetzt haben wir 42. Und da haben wir jetzt schon alleine 17 Kilometer zurückgelegt. Ich glaube schon, dass wir bis 45 oder bis Folge 46, dass wir das gelöst bekommen. Allerspätestens Folge 46. Oder wir laufen einfach schneller. Und lassen uns nicht so beeinflussen von all dem, was uns hier so
an den Tag legt. Kürzeste Strecke, kürzester Weg. Dort ist das Ziel. Zeig uns, wie es geht. Ein ganz berühmter Reim von einem Wolfskumpanen. Cedric redet schon wieder. Geschichten. Geschichten aus einer fremden Welt. Aus Südorientaria, dort wo das Wasser noch gefroren ist. So, jetzt können wir ja ein bisschen wieder Wegstrecke zurücklegen. Zack. Hallo. Guten Tag. Hui. Na, obala. Und hier wird's ein bisschen enger. Hier ist eine Kurve. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. So, hier steigen wir da aus. Wo ist es hier? Zack. Ein Schneehase. Guten Tag. Wir essen das mal was. Hört einfach auf mit Essen. Gibt's noch nicht. Da ist ein Schneebär. Da ist ein Schneebär. Und ein Eisbär. Eisbär heißen die. Eisbär. Ein Eisbär. Guten Tag. Ja, du schnaufst, du? Schnaufi, schnauf. Ja, ne? Brav, 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 brav. Sehr schön. Greift er mich jetzt an? Oder greift mich an? Warum? Ich soll weggehen. Hilfe! Eisbär! Ein Eisbär verfolgt mich! Schnell weg hier! Bevor es sich anders überlegt. Ja, da habe ich jetzt einen Schreck bekommen. Ich habe gedacht, die machen nichts, aber anscheinend, wenn man denen jetzt zu nahe kommt, beziehungsweise den Säugling zu nahe kommt, kann es passieren, dass die auch einen kaputt hauen wollen. Logischerweise, weil die wollen ja ihre kleinen Schlüpflinge schützen. Ja, wir haben ein volles Inventar. 8,4 Kilometer haben wir noch vor uns. Oh, wir schaffen doch Wegstrecke ordentlich. Und einen Potzowald, cool. Das erfreut bestimmt den Sonnenschein auch. Ein Wald voller Potzol. Den kann man übrigens nur mit Behutsamkeit abbauen, für welche, die es nicht wussten. Aber auf normaler Erde tut er sich auch verbreiten, wenn man den daneben setzt. Genauso wie das Gras, beziehungsweise auch das Myzel aus dem Pilzbiom. Hier kommt man auch ganz leicht an bemoosten Stein. Bemoosten, ja, Pflasterstein. Cobblestone, würde der Opa spielt sagen. Wir gehen jetzt grazil nach Nordosten. Ihr merkt das wahrscheinlich auch gerade. Ich renne sehr viel. Ich möchte auch sehr schnell dort ankommen. Und mit euch was zusammen erledigen. Nämlich, ich kam ja, ich weiß nicht, ob ich euch schon erzählt habe, ein Telegramm, dass wir unsere Kunde mal dort verbreiten sollten, vom Wendsland und von Nordwehen. Der Enrico ist schon eher losgelaufen und der Delfino auch. Sind alle zusammen auf die Reise gegangen und ich komme jetzt hinterher. Und was ist das für ein
glaziales Gebäude hier. Gebäude, ein Gebirge. Guckt euch diese Berge an. Zack. Und ja, der Sprung hätte auch schief gehen können, wenn ich nicht gesprintet wäre. Zack. Und weiter geht's. Im Blumengeschäft. Es wird wieder dunkel, sehe ich gerade. Das ist aber nicht gut. Lol. Hier ist ein Block nicht generiert. Und du stehst im Weg. Du auch. Ganz viele Hühner. Ich lege mich schlafen, verabschiede mich von dieser Folge und sage Adieu, meine lieben Freunde. Und das Boot weg und ganz schnell schlafen. Ciao, ciao.